Diesen Ankick widmen Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball. Strom allein ist nicht alles. 24 Stunden Service, kostenlose Energieberatung, Servicegutschein. Die Stadtwerke Kapfenberg bieten nicht nur Energie, sondern ein attraktives, kundenorientiertes Service. 100% Nahversorger. Stadtwerke Kapfenberg. Unser Spiel der Runde kommt diesmal aus der Unterliga Nord A. Da trifft der Tabellendritte TuS Krieglach im Schlager auf den Tabellenzweiten, auf den SC Berneck. Beide Mannschaften sind ungeschlagen noch unterwegs. Wer wird heute bestehen? 250 Zuseher kamen zum Match TuS Krieglach gegen den SC Berneck. Sergen Öztürk, 13 Jahre alt, Spieler der Krieglacher U15, gabelt mit dem Matchball. Zur Verfügung gestellt vom Restaurant Poseidon Kapfenberg und Planet Sport Wettenbruck Murherzog-Ernstgasse. Und der junge Krieglach-Kicker macht das sehr gut, stellt da seine Technik unter Beweis. Das Match leitet ein junger Schiri, Josef Heiger aus Rottenmann. Berneck heute in Schwarz spielend hat Anstoß. Beide Mannschaften gehen mit einer jungen Mannschaft in die Meisterschaft und das ist gut so. Bei diesem Gästeangriff wird Wenelin Beitschew ein bisschen verräumt. Zum Glück ist da nichts passiert. Berneck versucht es in Minute 12 mit einem Lippschuss, aber zu zentral dieser Gästeschuss. Nun gibt's Freistoß Krieglach. Gärtner hebt Richtung kurzes Eck, da ist Marco Gfrera mit dem Kopf zur Stelle und macht das 1:0 für Krieglach in der 16. Spielminute. Ein Auftakt nach Maß. Der TuS Krieglach widmet den Treffer dem Tanzcafé Ich und Du. Wieder die Zmeck-Truppe, diesmal langer Abschlag Richtung Berneck-Strafraum auf Rosspointner. Neuwieser zögert da ein bisschen beim Rauslaufen, kann aber retten. Die Heimischen haben das Match in die Hand genommen, versuchen es über Gärtner. Gärtner kommt auch zu Schuss, Neurieser im Gästetor ist auf dem Posten bei diesem Flachschuss. Krieglach diesmal mit einem tollen Schirnhofer-Schuss, der Ball klatscht da ans Lattenkreuz. Glück für die Bernecker in Minute 35. Bis zur Pause tut sich nicht mehr viel und mit dem 1:0 für Krieglach geht's in die Pause. Krieglach war in der ersten Hälfte spielbestimmend. Ja, wir haben wieder die Frage an die Fußballfans. Jetzt testen wir dein Sportwissen ein bisschen. Was weißt du über Milan Fukal? Milan Fukal ist der Kapitän von Kapfenberg. Hat bis jetzt gespielt bei Jablonec in Tschechien, Sparta Prag. Im tschechischen Team, bei Borussia Mönchengladbach und beim Hamburger SV. Du hast meine Fragen perfekt beantwortet und ich darf dir zwei Thermenkarten der Therme Aqualux Fonsdorf übergeben. Gratulation. Danke. Auf in die zweite Spielhälfte. Krieglach nach dem Wechsel mit dem ersten gefährlichen Angriff. Ein Pass auf Rosspointner und Rosspointner schiebt da den Ball zum 2:0 in die Maschen. Eine kalte Dusche für Berneck. Der Treffer fiel in der 47. Spielminute. Aber die Gäste jetzt mit einem gefälligen Angriff. Das Leder kommt zu Schmidhofer. Schmidhofer setzt zur Flanke an. Da gibt's aber keinen Abnehmer. Nun gibt's Freistoß Krieglach. Markus Gärtner, der Ausführende, und Neurieser im Bernektor pariert da. Bernecks K setzt sich da in Szene, aber die Gäste scheitern an der Abwehr der Kriegacher. Markus Gärtner heute gut drauf. Wieder die jungen Krieglacher mit toller Musik über Gärtner. Gärtner macht das wieder gut. Toller Stangler zur Mitte. Leitner kommt da nicht richtig an den Ball. Berneck heute im Abschluss sehr harmlos. Das schaut nicht gut aus. Da hätte Christian Schmidhofer mehr machen können. Da
Da rettet Beitschew bei einem Gästeschuss aus Spitzenwinkel. Wieder gute Schussposition für die Scheintruppe, aber dieser 16-Meter-Schuss wieder zu schwach ausgefallen. Da gibt's noch einen Gäste-Eckball. Der Ball wird gut hereingehoben auf den Kopf von Patrick Lütter, doch Lütter verköpfelt. Und das war's auch schon. Kriegach schlägt der Neck sicher mit 2:0 und setzt sich auf Platz 2. Und die Kriegacher sind die ersten Verfolger des starken Aufsteigers Haus im Enstal. Stimmen zum Spiel? Der Spielertrainer Thomas Zmeck, heute hat man im Spitzenspiel Berneck 2:0 geschlagen. Da läuft ja wirklich alles rund. 5 Spiele hat man jetzt, 4 Siege, 1 Unentschieden und man liegt jetzt auf Platz 2. Das ist eine tolle Sache. Ja, also ich glaube, wir haben einen ganz guten Start hingelegt der Saison. Es läuft wirklich gut. Wir haben letzte Woche gegen Langerwang, muss man sagen, etwas glücklich noch einen Punkt geholt gegen 10 Langerwang. Aber wir haben uns heute wieder zurückgemeldet mit einer wirklich starken Leistung, muss ich sagen, Kompliment an die Mannschaft. Und heute der Sieg überhaupt nicht gefährdet. Berneck war heute nicht so stark drauf. Ja, also ich muss sagen, wir haben über 90 Minuten keine einzige Torschance, keine zwingende Torschance für Berneck zulassen, hätten selber noch das eine oder andere machen können. Hinten, muss ich sagen, sind wir sehr sicher gestanden. Nochmal wirklich ein Kompliment an die Mannschaft für die Leistung heute. Nächsten Samstag geht es ja nach Steinach, wird sicher eine schwierige Aufgabe, aber man will auch in Steinach punkten. Natürlich, wir wollen in jedem Match 3 Punkte holen, das ist unser Ziel. Und mal schauen, was rauskommt. Ja, Karl-Robert, Berneck-Spieler, heute hat man hier im Spitzenspiel in Kriegach 2:0 verloren. Man ist die weiße Weste los. Eigentlich schade. Ja, ist auf jeden Fall schade, weil die letzten Matches hat man uns durch unsere Aggressivität und Zweikampfstärke eigentlich die Punkte geholt. Das hat heute genau gefehlt eigentlich. Wir haben die ersten paar Schritte waren die Kriegach immer schneller. Und ja, auch im Sturm eigentlich muss ich sagen, dass der entscheidende Pass halt immer gefehlt hat. Wir haben in der letzten Zeit genug Tore geschossen, dass wir einmal halt nicht so viele Tore schießen, weil wir zurückkriegen. Er hat kommen müssen. Ja. 4-5 Mal hatte man ja eine gute Schussposition, 16-20 Meter vor dem Tor, aber diese Schüsse waren alle zu harmlos. Ja, heute ist es einfach nicht gelaufen, was soll man machen? Vielleicht, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ein bisschen, dass der Coach nicht da war, dass da ein paar vielleicht nicht den einsagt haben, was sie normal sagen. Ich weiß es nicht. Aber Berneck hat eine blutjunge Mannschaft. So ist es. Das bauen wir auf und jetzt werden wir es in den nächsten Match wieder besser machen. Wird zwar nicht leichter mit Kreming und Haus, aber. Wir werden das schon hinkriegen. Krieger schlägt Berneck im Spitzenspiel mit 2:0. Da freut sich natürlich auch die Frau Bürgermeister. Ja, ich kann unserer Mannschaft nur ganz herzlich gratulieren, weil eigentlich vor dem Match war es ja so, dass die Bernecker vor uns waren, weil sie ein besseres Torverhältnis gehabt haben. Und es war halt wirklich ein überzeugendes Match. Es war der Einsatz. Es hat einfach alles gepasst nach dem Spiel nach Langerwang. Und ich gratuliere ganz herzlich. Ja, und es tut sich baulich auch was. Es wird jetzt ein Kunstrasenplatz gebaut. Da ist die Freude groß in Kriegach. Ja, man muss mal schauen. Im Hintern von uns sieht man ja schon, was der Trainingsplatz ist. Der wird generalsaniert und gleichzeitig als Kunstrasenplatz gestaltet. Ich glaube, das ist eine wesentliche Bereicherung, nicht nur für Kriegach, sondern für den gesamten Bezirk Mürz-Zuschlag, weil es der einzige ist. Und wo dann auch die anderen Mannschaften die Möglichkeit haben, ihr Training da abzuhalten. Und vor allem soll es ja auch Ansporn sein für unsere Jugend, für die Fußballer. Wir haben einen Haufen Jugendmannschaften. Und ich glaube, das ist eine Riesenfreude, wenn man dann weiß, man hat so eine super Anlage da. Schaut's dir der Bräutigammer, dann helfen wir ihm. Ich und du und alle hier trinken wir immer gerne Bier. Miteinander lustig sind wir und unser Bräutigammer. Lustig sind wir und unser Bräutigammer. Die Firma Juri mit Sitz in Nickelsdorf bei Leoben ist ein Unternehmen, das speziell in der Industriereinigung tätig ist. Von den Supersauger besitzen wir 8 Stück. Und mit der kann man fast jedes Medium saugen. Auch für die Kanalreinigung und Grubendienst kommen Spezialfahrzeuge zum Einsatz. Mit diesem Fahrzeug wird ein sicheres Arbeiten in großer Höhe möglich. Die Firma Juri ist für ihre Kunden 24 Stunden und 365 Tage im Jahr erreichbar. Diesen Ankick widmeten Ihnen die Stadtwerke Kapfenberg. Jederzeit für Sie am Ball.